Jo, und damit herzlich willkommen zurück und ja, zu einer weiteren Folge Gothic. Ich habe auf Screen 2 Snapper erledigt. Ja. Richtig. Wollte ich mal so, ne? Angemerkt haben. Okay, das ging hier schnell. Okay, das ging schnell und tatsächlich erstaunlich einfach. So, es geht weiter. Was haben die denn hier versteckt? So schön ist eine kleine Höhle. Ich höre doch was. Ist das ein Nachtschleicher? Nee, wie heißen die Dinger? Ja, aber sieht aus wie ein Lurker auch. Bluthund? Was? Okay. Ich hoffe, du bist tot. Ja, die Sound- und Texturdatei ist verbuggt, würde ich mal behaupten. Gut, das kann mal passieren. Wenn es sich nicht häuft, dann ist das aber auch meistens in der Regel nicht weiter schlimm. So, wir machen jetzt gerade übrigens auf die Suche nach den 4 Foki. Können wir nichts anderes machen, ne? Das ist ja, alles andere haben wir ja schon erledigt. Sieht doch gut aus hier oben. Aha. Oh. Hi. Wer bist du? Sei gegrüßt. Ach, Milton! Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja, ja. Immer bescheiden, was? Ach ja, das ist so toll, wenn man Gothic 3 einfach kennt. Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Ah ja. Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. Gut, dann machen wir das doch, ne? Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Oh, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Wir haben Zeit. Erzähl, ich habe Zeit. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Ja. Ist dieses Artefakt einer der 5 Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der 5 Fokussteine wohl schon. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Ah ja. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will... Ja, zu einem Dasein als ruheloser Untöter verfluchte, der fortan die Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei? Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. Ja, dann... Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Gut, dann machen wir das mal. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja. Der Wächter da unten in der Gruft. Kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach.
Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten, du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Tja, also, einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Deswegen bin ich ja hier. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Tja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich Nachfolgen der Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Deswegen sind wir zu zweit. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Meine Güte, dass die immer so viel labern müssen, ne? Ich wusste gar nicht, dass es ein Stonehenge gibt, quasi was so als ein Konstrukt quasi gilt. Ich dachte, Stonehenge wäre halt nur das eine. So, perfekt. Ja, hab ich ja schon. Ich komme ja schon. Aber es sieht ja halt aus wie Stonehenge, ne? Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. Ja, wenn wir uns doch näher kommen, küssen wir uns. Dann ab, ab! Ab, ab! Hier. Ich glaube, das wird tatsächlich übrigens gefährlich. Ja, VD, das ist es denn. Hallo! Oh, 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 ja, widerstandskräftig. Oh, die geben mir aber was. Ich bin tot. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Darf mich, glaube ich, nicht von einer Seite nur angreifen lassen. Das wäre es, glaube ich, tot. Oh, das ist der Wächter. Der ist natürlich blöd. Hallo. Nein, auch nicht. Ich will auch nicht Milton angreifen. So. Und jetzt die Schriftrolle. Untote vernichten. Da. Und drauf! Wow, stark. Junge! Digga, was ist denn falsch mit dir gelaufen? Was für ein Schrei war das, ey? Ich glaube, der hat's aber nicht gut gehabt. Oh, der Schlüssel. Und ein orkischer Talisman. Interessant. Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Ja, aber... Hallo, hallo, hallo? Ich hab meine Sache noch nicht. Ha. Ha. Das ist unfassbar. Ja. Hä? Mist. Ah, okay. Fokus unter dem Stonehenge. Ah, okay. Oh mein Gott, 500 einfach. Scheiß doch die Wand mal an mit heftig dicken Durchfall. Boah. Okay, das ist krass. Weißt du, was richtig geil wäre eigentlich? Also nicht Durchfall, sondern wenn einfach unter bei jedem irgendein Magier oder so ähnlich wäre, der mit dem man das halt zu zweit macht. Daran hoffe ich gerade, so richtig.
Das wäre richtig nett. Ich hasse es einfach alleine zu kämpfen. Ich will in jedem Spiel will ich am liebsten einen Begleiter haben. Das wäre richtig, das wäre wirklich favorite. Einfach. So. Ich guck gleich, wo es weitergeht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann es nicht töten, glaube ich. Nee, ich meine, den kann ich nicht töten. So, wo geht's weiter? Da, aber ich kann, glaube ich, die Klippe runter. Ich muss sie ja nicht entlang. Ich habe ja jetzt, Akrobatik. Ich war hier doch schon mal. Ich bin hier einfach durchgelaufen, kann das sein? Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich das letzte Mal hier durchgelaufen bin. Ja, ja. Doch, doch, da war was. Ich habe den einfach nicht besiegt. Weil das wieder diese Dinger waren, die halt keinen Damage machen. Oh, 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 Orks. Es wird verdammt gefährlich hier. Ich finde das so lustig, wie die Orks hier in diesem Spiel halt noch so total die unterentwickelten Leute waren und sich dann halt wirklich so extremst weiterentwickeln. Okay, gut. Ja. Alter, weißt du, da konnte ich einfach gar nichts machen. Mal, dann ist es vielleicht ein bisschen fairer. Wenn ich gewinne, ist der Kampf fair. Finde ich. So, erstmal ein paar Pilze. Ist doch zwar ewig, aber gut. Weil wir haben noch von hier über 100 Stück. Da. Ja. So, haben wir. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich war hier, also ich war hier doch schon mal ganz hundertprozentig sicher. Einen Stein haben wir. Also das wäre schon irgendwie krass, wenn wir mehr als einen Stein in einer Folge sammeln, ne? Und ich speed ja nicht mal wirklich. Ich mache ja ganz normal den Kampf. Okay, was ist da hinten? Kann ich die töten? Da sind die unsterblich gegen meine Angriffe. Die Auerkunde, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alles klar. Das ist ein bisschen übertrieben gerade kurz gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Alter, was? Was? Wie soll ich das denn schaffen? Ich bin weg. Tschüss. Naja, ich bin nicht weg. Ich bin nur auf Abstand, sag ich mal. Ich bin... Alter, diese Scheißfokussierung, Mann. Dass er sich immer auf irgendwelche scheiß fremeligen Gegner fokussieren muss. Ne? Ist einfach der größte verfickte Missgeburten-Hurensohn-Kack, den es gibt. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Ich will sterben. Ich will echte Menschen umbringen. Wer entwickelt denn so eine Hurenkacke, Mann? Der ist doch nur von Untermenschen. Ganz. Es reicht jetzt, ne? Sorry, aber jetzt ist mir gerade. Jetzt ist mir zu dumm, jetzt mache ich God Mode an. Das ist mir gerade zu dumm einfach. Das ist mir zu untermenschlich mega dumm. Ah,
Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Entwickler von diesem Spiel einfach eigenhändig umbringen möchte? Eigenhändig. Was können die eigentlich? Also programmieren nicht. Das ist das Einzige, mit denen sich solche scheißdreckigen Brillengestell-Entwickler doch damit... Das ist doch deren einziger Lebensinhalt. Wenn die nicht mal das können, ganz ehrlich, das sind einfach... Nee. Sorry. Nein, 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 nein. So. Ja, lass uns mal. Sorry, aber das habt ihr euch selbst verkackt. Das habt ihr euch einfach selbst verkackt. Es ist halt einfach, du siehst ja hier. Die schlagen ungehindert auf einen drauf, du kannst nicht vorbei, du kannst nicht weg, du kannst nicht flüchten, du kannst gar nichts. Durch diese scheiß fremelige Steuerung hast du auch null noch weniger Chancen. Sorry, aber das, da kann ich nichts für. Das ist halt einfach scheiße vom Spiel. Das ist halt einfach eine Scheiße, die sich das Spiel hier programmiert. Beziehungsweise nicht das Spiel, sondern die Entwickler, kann man das einfach nicht nennen. Das sind einfach Leute, die irgendeine Code hingeklatscht haben. Da merkst du doch einfach den Unterschied zwischen Informatiker und Fachinformatiker. Das sind einfach irgendwelche Fachinformatiker, ne? Die haben einfach, ja, Hauptschulabschluss, ne? Haben sich dann dahingesetzt, Piranha Bytes, oh geil, wir machen mal ein tolles Spiel. Haha. Ja, sieht man ja, was dabei rauskommt. Das sind schöne Akademiker. Ne? Er hat halt nicht so einen Scheiß wie das, was hier gerade passiert, entwickelt. Er hat dafür gesorgt, ja, was macht man? Wie kann man sowas gut umsetzen? Was wäre eine gute Nutzererfahrung? Und ganz ehrlich, sowas ist eine beschissene Nutzererfahrung. Ich sag da nichts zu. Also ich glaube, die Entwickler von Scheiße sind besser. Ganz ehrlich, jeder Entwickler ist einfach besser als die von denen hier. Jeder von denen ist schon besser. Jeder andere ist besser als der, dieser Scheiß, den die hier hingefabriziert haben. Das kannst du nicht mal spielen, nennen. Das ist einfach ein Haufen Code-Scheiß. Also wie war das? Ich hatte irgendwie in der Folge mal von einer Wertung geredet, irgendwie 60 bis 70, ja. Allein durch solche Aktionen, das ist nicht das erste Mal, ganz ehrlich. Das Ding kommt nicht über eine 50er-Wertung. Es kommt nicht über eine 50er-Wertung, würde ich sagen. Es funktioniert halt einfach nicht. Also bei 50 ist die absolute Obergrenze. Jeder andere, also jeder Test, der einfach mehr als die Hälfte der Punkte gibt, ist einfach gekauft von denen. Und ganz ehrlich, ich sag das ernst, weil ich mir das richtig vorstellen kann. Die haben doch so wenig... Ganz ehrlich... Das ist doch das Einzige, was die sich abfinden können. Scheiße, Bruder. Er hat doch in seinem Leben viel, also alles falsch gemacht. Und, da kannst du mir nicht sagen, dass da, irgendwas dabei rauskommt, was halt nicht Hundekacke ist.
Sorry, aber... Das Fall, ich hatte bis heute eine Aufnahme, also bis heute eine längere Aufnahmesession mal wieder mit Gothic, ganz ehrlich, das ist also... Und ich muss mich immer aufregen, weil die Steuerung ist halt immer sehr scheiße, die muss ich halt immer alles am PC umstellen. Und deswegen komme ich so selten dazu vor, Gothic 1 aufzunehmen. Ja. Ganz ehrlich, das habt ihr euch gerade verspielt. Also das werde ich jetzt erstmal eine längere Zeit nicht aufnehmen. Du hast doch eine geistige, also wirklich eine geistige Behinderung, wenn du sowas programmiert hast, oder? Also normale, gesunde Menschen würden das nicht mehr programmieren. Tut mir leid. Sag ich nichts zu, sag ich einfach nichts zu, das ist, also ein Hundekack muss man sich einfach nicht geben, das ist einfach, ganz ehrlich, null. Null Empfehlung, sich das Spiel zu kaufen, wenn, dann crackt es euch illegal. Dass Piranha Bytes da keinen müden Cent mehr dran verdient. Ist schon verdient, dass die pleite und insolvent gegangen sind und die Entwickler keinen Job mehr hatten. Also wenn, ganz ehrlich, man hat, bei manchen Sachen hat man einfach verdient. Und das ist hier der Fall. Es ist der Fall einfach. Ein bisschen in der Nähe sind, damit ich hier quasi ein bisschen Fortschritt habe, und dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Dann dauert es, bis ich zur nächsten Session bin. Schade, weil man hat die Zusammenhänge dann immer nicht, so das ist halt das Problem. Das geht doch nur, wenn man dir irgendwie vorher in den Kopf gekackt hat. Come on.
Muss man einfach nicht viel drüber reden auch. Ach ja, geil. Es wäre durchaus möglich, dass man die Gegner vernünftig mit Standardwaffen oder mit den Waffen, die man da hat, erwarten muss, besiegen kann. Allerdings nicht, wenn ich so eine dumme, abgefuckte Knie habe. Dann kann man es auch gleich sein lassen direkt. Sorry, aber. Ja, was anderes sagte. Sollte ich mir bitte therapieren lassen, danke. Ist er hier hoch? Das ist wohl der richtige Weg. Und jetzt bin ich hier an einem Scheideweg. Jetzt ist die Frage, wo ist was ist richtig? Scheinbar das linke. Ja, ja, jetzt geht's aber an luftige Höhen hier. Ist das richtig immer noch? Ja, okay, das sieht gut aus. Ich streng die Folge jetzt noch auf 30 Minuten, dann kann er mehr Werbung schalten. Ja. Natürlich. Ich weiß gar nicht, wie das ist bei Gothic mit Werbung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da irgendwas ist. Ich meine, es gibt ja kein Urbär mehr in der Piranha, aber jetzt pleite. Zum Glück. Dann bringen die nichts mehr auf die Welt. Das ist wie so eine Sterilisation von so einem Krankheitserreger, ne? Wenn sowas pleite geht. Es ist halt auch einfach so, dass die Kämpfe auch keine Lust mehr machen. Kein Spaß, nichts mehr. Wenn man einfach nur noch will, wann ist es vorbei? Wenn ich hier glaube, das ist tatsächlich hier eine Ork-Festung oder die Ork-Hauptstadt oder so, so viele wie hier sind. Vor allem auch wegen dieser komischen Geräusche. Interessant. Ja, ich mache hier einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.